Ja, servus Leute, heute wieder zurück mit einem neuen Tutorial für euch und zwar kommt es wieder in die Reihe OpenHAB 3 Tutorials. Heute behandeln wir das Thema Modelle. Das ist ein sehr starkes Feature, das mit OpenHAB 3 rausgekommen ist. Das gab es bei der 2er Version noch nicht und erleichtert uns allen das Leben enorm. Man kann hier die Items, die Channels und die Things schön kategorisieren, unter verschiedene Unterordner packen. Und so hat man einfach einen super coolen Überblick, kann das Ganze dann eben auch für die Pages nutzen, um hier schöne Pages zu kreieren. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das einfach mal kurz, wie das bei mir jetzt aussieht, wie ich vorgegangen bin und wie ihr manche Dinge einzustellen habt. Das Ganze sieht bei mir jetzt so aus. Ich habe hier meine Übersichtsseite, dann hier meine Standorte, dann hier meine Geräte und die Eigenschaften. So ist jetzt meine Grundeinstellung und ich finde die eigentlich ganz cool. Ich habe hier noch das Head-Panel von meinem OpenHAB 2 reingepackt. Aber es geht ja jetzt um die Modelle und wie wir das verwirklichen können, dass wir hier so schöne Reiter haben, beziehungsweise die Reiter dann gefüllt sind. Und dazu geht ihr folgendermaßen vor. Ihr geht einfach hier in die Modelle rein und dann seht ihr ja schon meine ganzen Kategorien, sage ich jetzt mal, oder meine Locations, die ich hier eingebunden habe. Es gibt jetzt hier zwei verschiedene Möglichkeiten, das Ganze so anzulegen. Wir haben ja in einem anderen Video das Datum und die Uhrzeit kreiert. Das landet dann automatisch hier in dem Modell drin. Also wenn ihr ein Item, also ihr geht ja so vor, ihr geht auf das Binding, dann fügt ihr ein Thing dazu, dann fügt ihr die Channels dazu und dann ein Item. Und dann habt ihr im Endeffekt das Ganze manuell angelegt und das landet dann einfach hier drinnen in dem Modell. Ich gehe meistens so vor, dass ich hier als allererstes mal eine Location öffne und das machen wir bei Add Location. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel von dem Datum. Dann machen wir hier Datum, Uhrzeit. Als Label machen wir dasselbe. Typlast der Gruppe. Per Kategorie könnt ihr natürlich noch ein kleines Bildchen hinzufügen. Und die Semantic Class lassen wir auch Location. Dann verknüpfen wir das oder erstellen wir das. Und dann seht ihr hier schon, dass wir eine neue Location haben, eben die Datum und die Uhrzeit. Und das Problem ist jetzt, es taucht aber noch nicht hier in den Standorten, also in den Locations auf, da wir noch kein Equipment eingebunden haben. Das war für mich oder ist für mich immer noch ein bisschen umständlich. Ich dachte mir, ich kreiere hier einfach eine Location, packe hier einfach die Items rein. Und dann kommt es hier in den Pages schon raus. Das funktioniert aber nicht so. Wir müssen hier noch ein Equipment hinzufügen und in das Equipment dann eben die Items packen. Das kann man, wie gesagt, alles auch manuell machen. Ich mache jetzt hier das manuell und adde hier ein Equipment. Das nennen wir jetzt mal Uhrzeit Deutschland. Typ lassen wir auch Gruppe, hier können wir das Time-Symbol nutzen und als Semantic Class macht ihr hier Equipment. Dann geht ihr auf Erstellen, dann seht ihr hier schon, dass wir das Equipment kreiert haben. In das Equipment wollen wir ja jetzt das Datum und die Uhrzeit reinpacken, das wir manuell angelegt haben. Dazu klickt ihr hier einfach auf den Point drauf, beziehungsweise auf das Item, geht ihr hier drauf, geht auf Edit. Und dann seht ihr hier die Group Memberships. Da müsst ihr jetzt im Endeffekt das gerade erstellte Equipment hinzufügen. Das haben wir ja Uhrzeit Deutschland genannt. Klicken wir drauf. Gehen natürlich hier auf Save. Und dann, wenn wir zurückgehen, dann sehen wir hier schon in der Location den Unterordner Uhrzeit Deutschland. Und da gehen wir rein und dann haben wir hier die Uhrzeit drinnen. Und jetzt taucht das Ganze auch hier in den Pages auf. Wenn wir jetzt einfach mal neu laden, gehen wir hier auf die Standorte und dann sehen wir hier schon, dass wir Datum und Uhrzeit hinzubekommen haben. Und da, wenn ihr draufklickt, dann bekommt ihr natürlich hier die Uhrzeit angezeigt und das Datum unter eben der Unterkategorie Uhrzeit Deutschland, das ja das Equipment ist. Und genau, das hat bei mir eben ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, warum man hier nicht einfach die Items rein, oder wie gesagt, ich verstehe es eigentlich immer noch nicht,
Aber jetzt weiß ich zumindest, dass das so funktioniert. Falls das auch anders funktioniert, falls ich auch die Items direkt in die Location legen kann, könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Aber ich finde das einfach auch schön geordnet. Also es hat wahrscheinlich schon seinen Sinn, weil wenn ihr jetzt hier reingeht ins Wohnzimmer, dann habt ihr hier erst die Kategorien und darunter dann die ganzen Items. So funktioniert es, wenn ihr das manuell anlegt, also wenn ihr die Items manuell anlegt und die dann einfach verschoben werden sollen. Ihr könnt aber das auch gleich anders machen, indem wir jetzt hier ein Location hinzufügen. Das nennen wir jetzt Datum Uhrzeit 2. Das ist wie gehabt, genau dasselbe. Machen wir Kalender, dann die Location kreieren. Dann haben wir ja wieder die Location. Und wenn wir jetzt automatisch ein Equipment kreieren wollen und dann auch gleich den Point bzw. das Item, geht ihr hier einfach Create Equipment from Thing. Klickt ihr drauf, dann wählt ihr das Thing aus. Das ist bei mir ja, wie habe ich das genannt? Local Time, genau. Und dann seht ihr hier schon das Thing. Das lassen wir alles so. Ich lasse hier auch das Equipment. Wir können hier natürlich noch die Time als Kategorie vergeben. Und dann könnt ihr hier gleich das Item auswählen, beziehungsweise den Channel und daraus gleich ein Item kreieren. Ihr klickt hier drauf. Und dann seht ihr schon, dass wir hier im Endeffekt dieselben Einstellungen haben, als wir, wenn wir ein neues Item kreieren. Typ, Datetime, Date, das lassen wir alles so und dann adden wir das Ganze. Jetzt haben wir hier das genauso, bloß, dass wir natürlich hier ein neues Item angelegt haben. Also wir haben jetzt nicht dieses Item verwendet, das wir gerade manuell verschoben haben, sondern wir haben hier nochmal ein extra Item angelegt. Das kann man jetzt auch kurz nachschauen. Genau, ihr seht ja hier, ich habe jetzt zwei Items von dem Datum und der Uhrzeit. Genauso habe ich hier zwei Things. Das ist eben, das ist eben die zweite Version, wie ihr das einstellen könnt. Wie gesagt, es kommt immer drauf an. Ich mache es 90% eigentlich so, dass ich gleich hier alles anlege, weil dann ist es gleich verschoben. Ich habe keine extra Arbeit und es geht auch ziemlich schnell. Falls ihr das aber manuell mal anlegen solltet, dann könnt ihr das auch easy verschieben. Also das habe ich ja jetzt gezeigt. Das ist auch kein Stress. Wenn ihr jetzt wieder hier Refresh machen, dann sollten wir hier eben die zweite Datum und Uhrzeit haben, genau hier. Sieht genau gleich aus, nur die Metadata habe ich jetzt hier noch nicht eingefügt, aber sieht gleich aus und lässt sich auch mehr oder weniger gleich einstellen oder fügt dieselben Verknüpfungen hinzu. Ihr könnt natürlich noch die Items bearbeiten, schnell darauf zugreifen. Hier seht ihr den aktuellen Stand auch immer drinnen. Hier eine Kurz-Edit-Funktion und wenn ihr drauf geht, könnt ihr das ganze Item so editieren. Also das ist eigentlich ein kleines Tool, nochmal ein kleines Bearbeitungstool, das sie hier in das OpenHub 3 eingefügt haben. Falls ihr hier zu Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich versuche wie immer das so schnell und so gut wie möglich zu beantworten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch weitergebracht. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Das kommt wahrscheinlich auch noch in dieser Woche. Also ich hau die Dinger jetzt raus und bleibt gesund. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Servus!